Das hier richtig nice. Können wir fernsehen. Da liegt auch noch was. Wir können nichts mitmachen. Aber egal, wir gehen jetzt hier rüber. Ist ja noch mal dieselbe Symbol. Klasse Bücherei auf jeden Fall. Ja. Notenblatt. Das nehmen wir mit. Übersetzen. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Aber der scheint tot zu sein. Alles klar. Ah, da oben ist irgendwas. Muss ich schauen, ob ich da vielleicht hoch kann. Ach, das ist ja süß. Das ist ja richtig süß, ey. Aber komm, wir müssen leider weiter. So. Dann gehen wir gleich hin. Wir schauen uns erstmal hier um. Ja! Miau! 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 Boah, das Spiel ist so geil. Miau! Übersetzen? Hey Doc, ich habe den Schluss zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Nur ging schon gerungen. Es reicht nicht, dein Safe mit einem Haufen Bücher zu verbergen, Chris. Die Bibliothekarin. Okay. Gibt's hier vielleicht ein Safe? Mehr aber schwebende Kartons. Warte mal, kann ich hier vielleicht auf den schwebenden Karton draufspringen? Ne. Kann da drauf auf jeden Fall. Ich will da hoch. Miau! Miau! Aber ich glaube, das ist noch nicht alles hier. Vor allem, das sieht so aus, als kann man da hoch. Jetzt müsste man da irgendwie hoch können. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie muss es doch da ja irgendwie bei. Ach, hoppla. Kann ich den hier hoch vielleicht? Leiter? Ne. Kann ich auch nicht. Tresor benutzen. Da. Notizbuch nehmen. 3 von 4. Gute Arbeit. Ein weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich einen Spektrometer mit einer starken UV-Lampe von mir. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zucht auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Ja. So. Gibt's hier noch irgendwas? Aber immerhin haben wir noch ein Notizbuch gefunden. So. Ah!
Und da haben wir den nächsten. Okay, dann los da. Was ist mit dem? Oh, da ist noch einer. Na du? Heptor! Oh hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen, aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tue es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Na. Ich glaube, wir sind soweit bedient. Kommen wir da wieder hoch? Ja. Hops. 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 Und du bist Svanito. Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Svanito. Hops. Und so, da müssen wir jetzt auch noch hin. Warte mal. Ich muss darüber, okay. Und taps, taps. Und taps. Ja, die zwei schon wieder. Mit Mito. Nee, Mito, mit dir spreche ich jetzt erstmal nicht. Später vielleicht. Oh. Da muss ich jetzt irgendwie rein. Da läuft über blau. Ne, so einfach da rein kann ich nicht. Kann ich irgendwas aufsammeln? Übersetzen? Blöde Stromversorgung. Ah. Jetzt kann ich hier rein. Miau. Dum 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 dum. Dum dum dum. Wie geil das immer rumfliegt. Hier gibt's noch das. Ja, das können wir jetzt auch ziehen. Ah, hier könnten wir raus, aber ich meine, wir müssen hier drinnen noch das letzte Notizbuch finden. Da können wir hoch. E12, komm. Wir haben 3 Notizbücher gefunden. Noch eins und wir sind fertig. Wir müssen uns in den verlassenen Wohnungen der Gegend umschauen. Du solltest sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Außenwettler-Logo Ausschau. Ja, sind wir ja. So. Okay. Können wir was trinken? Ja. Oh, wie sollen wir eigentlich das Kätzchen nennen? Die Mieze. Ja, gönn die auf jeden Fall richtig ordentlich Wasser. Und hops. Nice. Hab da. Sicher aber irgendwie nichts. Vielleicht müssen wir doch da rüber. Und hops. Nee. Hat mich hier jetzt auch nicht weitergebracht. Wir müssen da hin. Da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Und es muss ja schon irgendwie hier sein. Dum dum dum. Dum dum.
Kann ich irgendwie Attacken machen? Ah, da war was. Da ist das Notizbuch. Endlich, das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Zbaltasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zurks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sie bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Oh. In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Ab zu Momo. Warte mal, wo war denn der Ausgang? Da. Und hops. Katapult. Geil, haben wir wieder Rumschaft freigeschaltet. Und hops. Miau, miau, miau. Und hops. Und hops. Hops. Und da. Hey Momo! Hey kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? So, wo? Notizbuch von Momo? Notizbuch von Clementine? Oh, du hast die Notiz verunken. Du war wirklich mutig, weißt du? Die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Notizbuch von Doc? Oh, es gehört Doc. Es war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Und Zbaltasar. Was, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementine, Zbaltasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Ja, Mann. Hey, voila, es funktioniert. Komm mit mir. Und jetzt? Da oben, siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Hallo, ich bin eine Katze, hallo? Woher soll ich wissen, wie man sowas installiert? Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Neuen Gegenstand errungen. Sendeempfänger. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zug zu entkommen. Wir brauchen dich, kleine Außenwelle. Bring uns in den Himmel. Ja. Hm? So. Wo bin ich jetzt genau? Ich bin jetzt ganz woanders, ne? Aber ja, wir sind halt eine Katze und wir müssen jetzt den Sendeempfänger installieren. Als Katze. Die Dächer. Oh oh, da sind wieder die. Vor den Viechern habe ich schon irgendwie Angst. Keine Ahnung, ob wir das schaffen werden. Aber müssen wir halt. Wir müssen da jetzt durch. Und los.
Wo muss ich überhaupt hin? Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Und die auch jetzt nicht, ne? Kommen die hier hoch? Da unten sind sie. Wo muss ich überhaupt lang? Die haben jetzt darauf reagiert. Und schnell. Sie vielleicht hier hoch? Komm, sag mir, ob ich da hoch muss. Nein! Ich muss da, glaube ich, hoch. Aber wie? Wieder hoch. Komm, geh da irgendwie hoch. Da sind die anderen. Wo sind die? Da hinten jetzt. Ich hoffe, die bleiben jetzt da hinten. Ah, da sind auch noch ein paar. Komm, zieh die Leine. Geht weg. Ja, aber wie komme ich hier weiter? Da muss ich woanders lang. Oh, da sind auch noch welche. Muss ich da hin? Aha. Und dann hier. Ja. Okay. Boah, aber mein Herz ist voll am Rasen wegen den Viechern. Wo muss ich überhaupt hin? Also gut, lass uns den Sendeempfänger ganz oben auf das große Gebäude stellen. Ja, du bist eine tolle Hilfe. Da hoch. Ich glaube, hier sind keine. Von den Zurks. Kann ich hier das Ding hochklettern? Ne? Merken. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in den Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen. Wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Hm? Ah, hier gibt es zwei Erinnerungen. Ah, hier? Ich glaube, da muss ich hin. Ja. Ja. Und dann. Ah! Schlaues Kätzchen.
Und ab. Ah, und dann müssen wir hier wahrscheinlich weiter. Ja, ja. Das sieht wieder nach dem Zirks aus. Nein! Oh oh. Ja, bitte bleib da drinne. Bitte bleib dort. Und ja. Zum Glück sind die nicht so schlau. Haha, haha. So, und hoch. Boah, ist das widerlich hier. Wieder ein Neonschild. Ah, hier haben wir einen Kran. Ich habe das Gefühl, Katzen juckt auf die Höhe nicht. Erst ab dem Moment, wo die nicht mehr runterkommen, dann so haben die Schiss. War das vielleicht ein Fehler? Jo. Und hops. Oha. Das gefällt mir hier gar nicht. Sieht so aus, als müsste ich gleich hier übelst wieder wegrennen. Oh nein. Ne, anlocken kann ich die jetzt so auch nicht. Schade. Muss mir mal überlegen, wie komme ich hier weiter. Nein! Nein! Einer von denen ist runtergefallen. Oh. Kommt! Ja! Fallen alle runter, ja, kommt. Und so. Ich dürfte sie mich nicht mehr sehen und. Oh nein! Boah! Ja! Komm, können wir die alle ab so abmurksen lassen? Ja! Und weg sind sie. Da waren doch noch irgendwo mehr. Vielleicht können wir die alle auf dieselbe Art loswerden. Ja, gibt's keine mehr von denen hier. Nice. Wenn die so dämlich sind zu springen und dann hier runterzufallen, ey. Dann feier ich das. Vielleicht kann ich die auch loswerden. Hey, kommt her! Ja, kommt!
Hier. Ja, kommt. Ich bin hier. Hier ist das Leckerli. Kommt. Hier. Und ciao. Geil, so macht man das. So, dahin und hops und hops. Da müssten gleich dann noch mehr sein, wahrscheinlich. Da, da sind noch welche. Schau mal, kann man hier genau dasselbe irgendwie irgendwo machen? Hier wahrscheinlich, ja. Oh, hier könnte es kritisch werden. Oh, ich muss hier hin. Oder? Na ihr? Boah, die sehen ja richtig widerlich aus. Sind da auch noch welche? Ich hoffe nicht. Oh, warte mal. Ich erkunde hier erstmal. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine bessere Möglichkeit, die loszuwerden. Da kann ich auch noch was merken. Okay. Nico Korb. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zurks. Ah, los geht's. Das waren also mal Bakterien, die mal als Nutzbakterien gemacht wurden. Und jetzt sind die außer Kontrolle geraten. Und jetzt schnell. So. Ah, die kommen hier nicht durch. Okay, gut. Hoppla, nein, nicht. Das war jetzt aus Versehen. So, dann können wir hier hin. Komm, spring. So. Da sind wieder welche. Und? Mein Herz! Kommt! Nein, nein. Ich glaube, ich versuch's lieber gar nicht erstmal. Boah!
Okay, ich sehe hier oben jetzt keine Zurks. Doch, da hinten, ne? Sind das Zurks? Nein. Ich habe jetzt irgendwie Angst, das hier zu drücken. Oh. Nicht das... Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Kann ich die jetzt nicht irgendwie schnell... Ich so... Nein! Ach nee, da kommen noch mehr. Nein! 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 Ach, nein.